Guten Abend, Wikinger, und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Piano-Vlog. Und heute habe ich mal wieder ein paar Themen. Piano-Vlog ist ja durchaus immer, wenn ich was anzusprechen habe. Und heute geht es eigentlich um zwei Sachen, die einmal tendenziell komplett meinen Kanal betreffen, beziehungsweise mein Lieblingsformat, Was wäre wenn? Und zum einen mal wieder darum geht, wieso die Videos momentan mal wieder hochgeladen sind im Voraus, also auf geplant hochgeladen sind. Und das liegt daran, dass ich jetzt gerade, wo ihr das Video seht, wahrscheinlich gerade wieder aus Dänemark wieder zurückkomme. Ich wollte euch diesmal nicht vorher ankündigen. Dass ich weg bin, also dieses Mal wollte ich einfach mal weg sein, das nicht vorher ankündigen, vielleicht merkt man es ja nicht mal. Das wäre natürlich irgendwie schade, weil das einfach aussagt, dass meine Videos nicht sonderlich aktuell sind, aber da merkt man es halt nicht. Die Leute, die ein bisschen mehr auffassen, werden es auch gemerkt haben, dass ich nicht auf alle Kommentare so intensiv eingegangen bin, wie ich das normalerweise möchte. Ich hatte gestern übrigens Klavierkonzert, deshalb passt mir das ganz gut hier mit dem Klavierspielen. Ich bin gerade im Flow. So, aber das andere Thema war das Was-wäre-wenn-Thema. Und zwar habe ich ganz viel Kritik gekriegt, von wegen, ja, zu Was wäre wenn passt Minecraft doch gar nicht so richtig im Hintergrund. Und ja, das ist eine Sache, die ich auch sehr oft überlegt habe, ob Minecraft überhaupt das Richtige ist. Was ich bei einer Folge Was wäre wenn im Hintergrund bringen wollen würde. Ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, was zu Was wäre wenn passt. Unterstützende Bilder, ja, könnte man machen. Aber beispielsweise zu dem Thema Selbstkritik, was wären denn unterstützende Bilder? Und ja, was kann man dann in so einer Folge Was wäre wenn einbauen an Bildmaterial im Hintergrund, also anstatt Minecraft Gameplays? Das finde ich ziemlich schwierig und da wollte ich auch euch fragen, ob ihr Ideen habt, was ich für dieses Format in den Hintergrund packen kann von Was wäre wenn. Also es muss ja irgendeine Form von Video im Hintergrund ablaufen. Schwarzer Bildschirm fände ich ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da bin ich nicht ganz so ideenreich momentan. Also einer hat auch PowerPoint, irgendeine PowerPoint-Präsentation im Hintergrund vorgeschlagen, so Schlagwörter auf so eine Tafel oder so. Und da wäre ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das cool finden würde. Das könnt ihr ja auch sagen. Also ich könnte das bestimmt. Da müsste man einfach mit Photoshop sich einen guten Background und so machen. Ich weiß nicht, ob das gut wäre, ob ihr da Bock hättet oder ob das euch überhaupt stört mit den Minecraft-Gameplays im Hintergrund.
Ja, was habt ihr da an Ideen? Findet ihr, was wäre, wenn als Format so überhaupt gut? Also wie ich das momentan handhabe, oder stört euch das auch mit den Minecraft-Gameplays im Hintergrund? Das sind so die Sachen, die ich heute mal ansprechen wollen würde. Und ich bin auf eure Kommentare gespannt. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt, was ihr so denkt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von irgendwas anderem. Ich freue mich auf euer Feedback. Dürft auch gerne eine Bewertung da lassen. Abend.